Günstiges Gold, Diablo 4 Items und weitere Boosts gibt es bei AOE AHA. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen. Viele von euch werden es vielleicht schon wissen, aber es gibt in dieser Season eine sehr einfache Möglichkeit, sich ein beliebiges Über-Unique herzustellen. Dies und ein paar weitere nützliche Tipps erwarten euch in diesem Kurzbeitrag. Zunächst ein kleiner Hinweis auf das neueste Update. Die Umwandlungskosten für die Materialien aus der Grube wurden sehr stark reduziert. Es lohnt sich nun also, möglichst hohe Level in der Grube zu laufen. Egal welches Material man braucht. Das Vollenden eurer Ausrüstung ist essentiell, um in der Grube höhere Level zu schaffen. Es kann schon reichen, ein, zwei Gegenstände um ein, zwei Stufen aufzuwerten und man wird bereits eine deutliche Verbesserung bemerken. Nun aber zu den Über-Items. Euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass die Herstellungskosten von 5 Funken auf 4 heruntergesetzt wurden. Wenn ihr mit eurem Charakter genügend Wolfsehre sammelt, um die letzte Stufe in der Season Quest Reihe freizuschalten, erhaltet ihr einen prächtigen Funken. Und dies könnt ihr mit neuen Charakteren im Grunde beliebig oft wiederholen. Da das Hochleveln sehr schnell geht und man schon von Beginn an in der Höllenflut loslegen kann, ist es gar keine so schwere Aufgabe. Das Spiel motiviert diese Season also gerade dazu, mehrere Charaktere zu spielen. Auch die verbesserten Handelsmöglichkeiten und das neue Aspektsystem sprechen eindeutig dafür. Ganz gratis, wie der Videotitel suggerieren mag, ist eine Harlekinskrone natürlich trotzdem nicht. Die Herstellungskosten von 50 Millionen Gold muss man dafür schon aufbringen. Ihr bekommt übrigens auch jeweils einen prächtigen Funken, wenn ihr über Lilith und den 200er Duriel besiegt. Wenn ihr beides schafft, müsst ihr also nur noch mit zwei Charakteren ordentlich Höllenflut laufen und bekommt euer gewünschtes Über-Unique somit in relativ absehbarer Zeit. Ich habe den 200er Duriel schon besiegt und zwei Charaktere, die in der Höllenflut so richtig abgehen können. Da einige Spieler von einem Bug berichtet haben, durch den sie bei Über-Lilith keinen Funken bekommen haben, warte ich damit lieber, bis ein Hotfix kommt. Das Konzept der Season ist unheimlich motivierend, auch wenn Fehlhärtungen etwas frustrieren können und die letzten Stufen beim Aufwerten sehr aufwendig sind. Letztendlich gibt es nun im Endgame aber genügend Abwechslung und auch wenn es wieder bestimmte S-Tier-Builds gibt, macht der Grind grundsätzlich mit jeder Klasse Spaß. Wie euch aufgefallen sein mag, habe ich mir inzwischen einen Bash-Barb gebaut. In höheren Pits merkt man nämlich schließlich, dass die Staubteufel im Vergleich zum PTR etwas genervt wurden. Gerade der Schaden bei den Bossfights fehlt. Da das Härtungsrezept Furor-Zunahmen jedoch den Schaden von Hieb massiv erhöht, habe ich beschlossen, Doppelschwung zu ersetzen. Was daraus geworden ist, seht ihr im kommenden Guide. Wer es nicht abwarten kann, findet aber schon mal einen Planer-Link in der Beschreibung. Es kommt außerdem auch ein kleiner Guide zum neuen Affix-System. Dort gibt es ein paar interessante Dinge zu wissen. Ich verabschiede mich für heute. Macht es gut und möge der Loot mit euch sein. Folgt mir. Danke. Wiedersehen.